Jo. So, hallo und herzlich willkommen heute mal bei einem ganz anderen Let's Play. Ja, heute haben wir uns mal gedacht, wir züchten mal einen Wolf und hier ist ein Babywolf bei Naja. rausgekommen, Level 69. Allerdings habe ich jetzt, es ist schon relativ spät, es ist schon 1:14 Uhr nachts. Wir haben das mal die Beschleunigung mal ein bisschen erhöht von der Wachstumrate. Es war vorher auf 1, ja, jetzt haben wir es mal auf 100 gestellt, damit das Viech mal ein bisschen schneller ist, weil wir irgendwann auch mal ins Bett wollen. Und zwar ist es so, wenn ja zum Beispiel jetzt wie wir jetzt ein Wolf, wie nennt man das, ein Wolfsbaby bekommen habt, ja, dann müsst ihr ihm natürlich Fleisch füttern und in dem Sinne, wenn ihr es auf 1 gestellt habt, den Server, dann dauert es sehr, 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 sehr lange. Kann ich euch jetzt schon versprechen. Wie gesagt, wir haben den Servertag auf 100 gestellt. Wie ihr seht, frisst es fleißig. Wenn ihr es nicht füttert, ja, und ihr geht einfach nur offline, dann wird das Babytier sterben. Darum müsst ihr echt nebenbei immer dranbleiben und immer fleißig füttern. Naja, mal gucken, wie lange wir brauchen. Also ich habe es wie gesagt auf 100 gestellt. Mittlerweile ist der Balken schon mittlerweile schon ja, knappe 2 cm gewachsen. Innerhalb von, ja, sagen wir mal, 5 Minuten. Ich hoffe, das wird jetzt bald fertig sein. In dem Sinne wollen wir euch das einfach mal zeigen, wie das mit der Zucht funktioniert. So. Ach ja, und nebenbei hier, das ist Jackies Haus, hat er fleißig schon gebaut, wie ihr sehen könnt. Ja, kann ich auch mal zeigen. Was wunderbar zum Farmen von Holz ist, ist natürlich ein Mammut. Hat Jackie mittlerweile bei rausgefunden. Wenn ihr viel Holz farmen möchtet, nehmt euch einen Mammut oder tämmt euch einen Mammut und geht mit dem Mammut farmen. Ihr kriegt fantastisch viel Holz bei raus. So, jetzt wird es langsam hier dunkel. Das muss ich mal gucken, dass ich ein bisschen ins Licht komme. Wie gesagt, wir haben ein 52er Wolfsweibchen mit einem, was ist das andere Männchen, ein 20er oder sowas, Paart. Und dabei ist dann halt ein 69er Welpe rausgekommen. Und ja, mal schauen, was passiert, wenn es endlich mal erwachsen geworden ist. Ob wir es dann nochmal tamen müssen, das weiß ich nicht, kann ich euch noch nicht sagen. Das sehen wir dann, sobald es dann da ist. Oder diese Stufe erreicht hat. Ich hoffe, es ist dann auch gleich freundlich und reitet und man kann dann auch gleich mit drauf rumreiten. Gut, so. Ey, da hinten ist ein Strahl. Sehe ich gerade. Aber wir nehmen den Wolf natürlich gleich mal mit hier. Der kann uns fleißig hinterherlaufen. Und. Das ist ein Low-Strahl, lohnt sich Ja, nicht. hast du recht. Lohnt sich nicht wirklich. Achso, ich muss aufpassen, hier laufen auch Dildos durch die Gegend. Auf der Insel. Na, lasse, bleib Nicht lieber da hinten. dass auf U plötzlich ein Dildo uns angreift und der Welpe abkratzt. Komm, tick, dann komm hierher und gleich hier stehen. Oh, er ist schon ein bisschen gewachsen von der Größe, wie es aussieht. Ja, er ist schon wesentlich größer geworden. Also er war aber schon mal wesentlich kleiner, sagen wir mal so. Mittlerweile ist er ziemlich groß. Er ist jetzt auch schon jugendlich. Vorhin war es ein Baby, jetzt steht jugendlich drauf. Wenn ihr es auf 1 stehen lasst, ja, den Server, dann müsst ihr bestimmt 1000 Fleisch haben oder so. Ich kann es euch nicht sagen, auf jeden Fall frisst er verdammt viel. Und wenn ihr das, wie gesagt, auf 1 stehen lasst, dann wächst der Balken unten, ja, wo jetzt was? Alterungsprozess steht, maximal in einer Stunde vielleicht, wenn ihr Glück habt, 2 mm. Also, wie gesagt, stellt es hoch, ja, wenn ihr nicht so viel Zeit habt. Und dann ist gut. Ich denke mal, das ist auch levelabhängig, wie hoch das Level natürlich wird von dem Viech. Denn dementsprechend dauert das natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Denke ich mir mal, kann ich mir nur so vorstellen, weiß ich nicht genau. Kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall verdirbt das Fleisch, was ihr in der Tasche habt, schneller wie der Wolf wächst, wenn ihr das auf 1 habt. Das kann ich euch schon mal sagen. So. Warum müssen diese Scheißviecher eigentlich immer zwischendurchlaufen, wenn ich gerade was sammeln möchte? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Apropos, am Anfang, wenn es Level noch ein Baby-Level hat, ja, und hier, das wächst pro Essen, auf jeden Fall kriegt es ein
Stärke dazu, das ist dementsprechend auch mehr Gewicht. Am Anfang könnt ihr vielleicht 1, 2 Fleisch reinschmeißen und umso höher es nachher wird vom Gewicht her, umso mehr Fleisch könnt ihr auch reinschmeißen. Ja. Ich hoffe, der ist bald eine Stufe höher. Und naja, mal schauen, was bei rauskommt. Wir können ihn ja nebenbei erstmal laufen lassen. So, was hat denn hier? Meine Frau hat auch schon was angefangen. Die hat hier fleißig Dodos gefangen. Mit mehreren weiblichen und ein männlichen. Und die legen natürlich fleißig Eier wie die Doofen. Immer schön Nahrung zu haben. Allerdings könnt ihr die Wölfe, wie war das mit der Wolfszucht, wenn ihr Wölfe züchten wollt oder irgendwelche Tiere züchten wollt, müsst ihr euch ein Gebäude bauen mit einer Türe drin und dann noch etwas Feuer, eine Feuerstelle. So hat es auf jeden Fall Jackie gebaut. Dann, wie gesagt, schmeißt ihr die Viecher da rein, ne? Natürlich Weibchen und Männchen. Drückt dann auf Zucht, glaube ich, ne? Glaube ich, war so. Und dann müsst ihr euch gedulden. Irgendwann steht dann dran, dass das Viech dann schwanger ist oder trächtig. Und dann müsst ihr warten, bis der Balken dann erst natürlich durch ist. Und dann kommt hier so was bei raus. So, wo ist er? Ist er immer noch bei Jugendlichen und ist noch nicht mal bei der Hälfte? Also wenn ihr ein bisschen Zeit haben möchtet oder Zeit verbringen möchtet, dann könnt ihr gerne die Takt auch wieder runterdrehen auf 20. Das reicht völlig aus, 25 sogar, wenn nicht sogar 30. Also wie gesagt, ich habe es auf 100 und der Balken steigt trotzdem noch relativ langsam. Der Befehl, den kann ich euch nachher mal reinschreiben, wie das heißt, ja, um diesen Tick zu erhöhen. Wenn ihr einen eigenen Server habt, dann könnt ihr das da gerne einstellen. Ich hoffe mal, dass er jetzt endlich mal ein bisschen. Also ich denke mal, bei der nächsten Wachstumrate wird die Hälfte sein. Dann wird da nicht mehr Jugendlicher dran stehen, wie gesagt, sondern wahrscheinlich Jungtier oder als weiß der Geier. Kann es euch nicht sagen. Ich habe es das erste Mal jetzt gemacht. Ja. Tran wollte das unbedingt machen. Jetzt machen wir das natürlich. Er ist jetzt schlafen gegangen und wir mussten jetzt seine Arbeit übernehmen, weil er selber zu faul war. Naja, eher nicht, wir müssen natürlich alle morgen arbeiten, ist ja logisch. So. Ja, vielleicht noch ein kleiner Tipp noch so vorab, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, für euch solche Fluggeier zu fangen. Ja, diese gezähmten Geier, die sind relativ gut zum Leveln für eure Charaktere, wie gesagt, und auch zum Farmen, ja, von Metall und weiß der Kuckuck. Relativ praktische Viecher, sind auch schnell unterwegs auf der Map, kann ich nur wärmstens empfehlen. So, wie gesagt, zum Holzfarmen ein Mammut, da kann Jackie gern mal was dazu sagen. Er freut sich total, dass wir ihn gefangen haben, auf jeden Fall. Was soll man dazu ist noch weiter sagen? Überbegeistert von dem Viech. Besser wie wie heißt das andere Viech? Terrarotop? Nein, Triceratop. Triceratop, genau. Ja, mit denen kann man gut Tetschbaum, also genau. Stroh. Genau. So, jetzt sind wir gleich bei der Hälfte. Mal gucken, ob sich dann was ändert. Ich hoffe es. Auf jeden Fall, oh, der ist schon ziemlich groß geworden. Der wächst immer mehr. Also, schon cool gemacht, ne? Also, umso älter das Viech wird, umso größer wird er natürlich auch. Also wenn ihr es mal seht, ja, der Unterschied irgendwann mal, wenn ihr mal wirklich einen kleinen Wolf habt von Anfang an, dann seht ihr mal, wie groß der jetzt ist. So, jetzt steht schon heranwachsen da dran. Ja, also das ist jetzt die Hälfte erreicht. Heranwachsend ist das nächste. Die nächste Stufe. So. Naja, aber ich meine, ich möchte jetzt auch nicht hier wirklich die ganze Zeit dastehen und zuschauen, wie es dann so Ding hier wächst. Weil das kann ja schon noch eine Stunde dauern. Dementsprechend werde ich den jetzt erstmal hier abstellen. Und dann gleich wieder dahin laufen. So, das war. So. Hast du noch Fleisch? Ja. Mal gucken, ich habe gerade noch die eine Schildkröte umgebracht. Ich habe mich schief angeschaut. Okay, er hat noch genug. Wenn ihr ihn nicht auf Folgen macht, dann läuft der Wolf wahllos durch die Gegend. Das heißt, ihr müsst wirklich aufpassen, nicht dass der
irgendwo hinrennt, ja, wenn ihr genug Fleisch drin habt so. Und dann du durftest du eigentlich jetzt wieder in den Stall reinpacken, du durftest nicht mehr durch den Zaun durchkommen. Dann kannst du es gerne tun, wenn du das möchtest. Ich gehe hier kurz noch ein bisschen Fleisch sammeln. Da ist noch der Triceratops da. Boah. Bitte kann ich das aussehen, denn ich schütze. Aua. Guter Vorteil ist natürlich auch, wenn ihr natürlich mal so weit seid, ein Holz, ein Eisenschild zu bauen und ein Eisenschwert. Die Eisenschwerter machen relativ viel Schaden. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit diesem Schwert. Die Pike geht auch schon mal. Ja, klar, Pike macht natürlich auch gut Schaden, aber das Schwert ist doch noch ein Ticken besser. Ja, okay. So. Machen wir hier wieder dicht die Luke, sonst hauen wir unsere Zuchtviecher ab. So, heranwachsend ist er schon. Hauen wir noch ein bisschen Fleisch rein. 117 Kilo kann er schon tragen. Irgendwie vermisse ich, dass die Steine nicht mehr so fallen. Ja, das war das männliche Tier. Oder genau, hier ein männliches Tier, Level 23 hatten wir gehabt. Das war der Zuchthengst, sag ich mal. Ja, so ein Zucht. Und wo ist jetzt hier das Weibchen? Das ist mein Weibchen. Das war das dazugehörige Weibchen zu dem Welpen. 100 Level 112 ist da schon. Warum ist Silver unten? Silver? Silver steht nicht mehr auf dem Dach. Kann ich dir nicht sagen. So, wie gesagt, wenn ihr das nicht auf Verfolgen klicken lässt, ja, dann rennt der Welpe einfach wahllos durch die Gegend rum. Und ihr könnt ihn auch nicht kontrollieren. Ja? Was? Achso ja, beim Welpen ist es ja immer Standard. So, was bei den restlichen Tieren müssen wir Wandern einschalten dafür. Wie sieht's denn? Genau, vorher Wandern einstellen. Hier ist ein Dodo-Pfeil. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Dodos mich angreifen. Oh, wie viele Eier hier liegen, ey. Das ist ja Wahnsinn. 50.000 Eier. Das ist auch noch ein Ei. Ich glaube, wenn wir den Server die ganze Nacht laufen lassen, so, da hast du morgen ja 200 Eier zu liegen. Ne? Dann können wir hier Ostern feiern. Ne? So, ich weiß jetzt gar nicht, wie das ausschaut, wenn die Eier befruchtet sind. Ist das auch gedirbt? Nein. Irgendwie muss das hier auch gehen. Das habe ich leider jetzt noch nicht rausgefunden. Auf jeden Fall, wo ist jetzt der Wolf? Hier ist unser Pinguin, den hat Tran gestern heute gefangen. Da hinten ist er. Jetzt ist er, wie voll ist er jetzt so? Naja, fast 75%. Also wie gesagt, ich habe das Ding auf 100 gestellt, ja, und wie lange machen wir jetzt hier schon rum? Bestimmt schon 20 Minuten. Also ich würde sogar sagen, 50 reicht vollkommen aus, ja, wenn ihr wie wir arbeiten müsst und so weiter und nicht wirklich viel Zeit habt, dann stellt das Ding auf 50, das völlig ausreichend. So, haben wir hier noch irgendwo Eier? Das ist kein Ei, das ist ein Kothaufen, den wollen wir natürlich nicht mitnehmen. Hier ist noch ein Ei. Ein Dodo-Ei. Für die Schildkröte. Noch ein Dodo, sag mal. Ja, hier liegen ja so Wahnsinn. Also hier auf unserer Insel darf auf jeden Fall kein T-Rex spawnen, ne? Sonst haben wir bald hier ein Massenmassaker. Und wieder ein Ei. Also mit den Dodos läuft es ganz gut, muss ich sagen. Ein paar Dodos, wie viel haben wir jetzt hier? Eins. Ah, verdammt. Zwei, drei, vier. 4-5 Dodos und schon habt ihr Dutzende von Eiern. So, wo ist jetzt der Welpe? Denn immer noch heranwachsend. Wie gesagt, wenn ihr eine Zucht macht, dann müsst ihr die frei laufen lassen, ne? War das? Ja. In einem Gebäude, also
Hütte, was auch immer. Und sobald die dann frei rumlaufen, dann paaren die sich irgendwann und irgendwann sind die Weibchen trächtig und werfen dann irgendwann, wenn ihr Glück habt und die Zeit dazu habt, irgendwann einen Welpen. So, wie sieht es mit dem aus? Hat er noch mit zu futtern? Ach ja, das Futter reicht locker. Es ist schon bei 150 Kilo fast. Konsumgut. Oh, ich gehe jetzt nochmal raus hier. So, nicht, dass die abbauen hier. Ich schmeiß mal die Eier in den Kühlschrank rein. Was? Mach, was du nicht lösen kannst. Dann haben wir wieder ein paar Eier. Die Eier sind ja für Suppen und so gedacht, ne? Mal irgendwie sowas. Ich habe bis jetzt noch in den Game noch nicht viel geguckt. Keine Ahnung. Bis jetzt war ich recht zufrieden mit Fleisch. Ach ja, hier ist die Map, die ihr sie mal sehen könnt. Ja, die... der Center Map, so sieht die aus. Die komplette Map. Wir sind ungefähr, um zu die Position zu sagen, ungefähr bei 20 Lay und was ist das? Lon heißt das, ne? 30. Also ziemlich weit da oben. Ja, neben der Feuerinsel. So. Eine relativ coole Position. Hat Jackie gefunden und dran. Und dann haben wir uns halt mal gedacht, wir bauen uns da mal hin. Da nämlich auf der Seite ziemlich viel Eisen zu ernten ist und auf der anderen Seite die Vulkaninsel ist, da wo die Lava runterfließt, dann da kann man fleißig auch farmen an Viechern. Es gibt aber noch ein paar andere, die sogar jetzt, wenn man sich das so durch angeguckt hat, sogar auch nicht schlecht sind dafür, da sie noch ein bisschen mehr zentral sind. Der Level up sich, oder? Ja klar, man musste ja bald erstmal finden, nicht? Wenn man bei der Eisgegend drüber guckt, wo diese vielen Feldformationen sind, da gibt es auch noch Punkte, wo wenn nur Dilos, Triceratops und Brontosaurier spawnen, und da kann man eigentlich auch gut bauen, ohne dass man ständig einen T-Rex vor der Haustür hat. Das ja. Das ist das größte Problem, man möchte ja nicht gerade immer die größten Viecher vor der Haustür haben die ganze Zeit. Was hat denn der für Zuckungen hier? Das Dodo hat komische Zuckungen. Achso, ja, genau. Falls ihr so ein Gehege habt, könnt ihr natürlich auch so eine Art Futter, nennt sich das denn hier, Futterdrog bauen, ja? Da könnt ihr dann Fleisch und Gemüse und Haste in den drin schmeißen. Die Viecher nehmen sich automatisch das Essen und ernähren sich damit. Müsst ihr also dann nicht mehr machen. Geht alles vollautomatisch. So, hat denn hier noch irgendwo Eier? Mal schauen. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe alle Eier gefunden. So, wo ist er? Da hinten ist er. Unser kleiner Wolf. Ey, das Gras ist hier so hoch. Ey, ist ja Wahnsinn. Ein Rasenmäher müssten sie mal einbauen hier, damit man die Wiese hier mähen kann. Hm. Da manchmal nicht schlecht. Irgendwie ist das Gras ein bisschen hoch geworden. Wie gesagt, wenn der Balken unten durchgelaufen ist komplett, ja, dann ist das Tier ausgewachsen. Und dann könnt ihr euch glücklich sprechen, dann habt ihr nämlich ein neues selbstgezüchtetes Tier, das ihr dann zum Reiten oder zum Farmen, was auch immer, nutzen könnt. Also ich werde auf jeden Fall die Servertaktrate von dem Wachstum wieder auf knappe 30 stellen. Das reicht voll aus, oder 50. Also ich denke mal 50. 30 wird, ja? Ich würde 30 nehmen. 30? Ja gut, ich meine, das macht er eh dran. Also ich bleib. Das ist das letzte Mal, dass ich hier noch so lange wach bleibe, um dieses Viech da. Die Trantüte kann er schon machen. Der hat ja die Geduld, der isst ja dann eben Chips und isst dann, guckt dann noch Filme oder sonst was. Ich will lieber zocken und nicht hier noch großartig fleißig hier die Viecher züchten. Gerne schon, aber nicht in diesem Standardeinstellung. Also das kann man natürlich mal vergessen. Ja, es gibt Sachen, die man auch
auch jemand, der Geduld hat, nicht so lange warten möchte. Was soll das? Also Geduld, das also hast du ja gesehen, also ne, du kannst es ja selber sagen, dass das die Wachstum war so langsam auf Stufe 1. Da hättest du bestimmt eine Woche gebraucht, ja. Da hättest du wochenlang den Rechner anlassen müssen. Hm. Selbst die Taming-Raten sind manchmal echt ekelhaft. Wo man noch stundenlang, wo man fast eine Stunde warten muss, nur wegen so viel, also das ist dann auch ein bisschen blöd. Ja gut, also manche Einstellungen sind schon echt arg übertrieben, außer man, wie gesagt, man hat die Zeit dazu, das zu machen. Dann natürlich könnt ihr es so lassen. Die Entwickler sind ja so frei gewesen, haben sehr viele Einstellungsmöglichkeiten für den Server gegeben, so dass sich jeder nach seinem eigenen Bedarf das alles einstellen kann. Von daher ist alles nicht so schlimm. Genau. Wie ihr sehen könnt, ist auch schon wesentlich größer jetzt. Ja. Darauf sitzen kann ich leider noch nicht. Wie gesagt, ich muss erst warten, bis er komplett ausgewachsen ist. Und dann hoffe ich auch, dass wir ihn gleich reiten können, nicht dass wir ihn wahrscheinlich irgendwie noch einmal einfangen müssen oder so. Scheiß. Dass du immer gleich alles besteigen möchtest. Ja, besteigen ist immer gut, weißt du doch. So, was hat er denn noch? Knappe 10%, die er noch machen muss. Ich hab mal ein bisschen Eisen mitgenommen auf meinem Boot. Schon fast so groß wie die Elterntiere, sag ich mal. Kann ich wenigstens meine Axt reparieren nochmal? Ach ja, vorab noch, wenn ihr jetzt so einen Gehege habt wie wir, ja, und ihr habt hier drin Wölfe dann drin geschmissen und das Welpe, oder den Welpen, dann, wenn er noch ganz jung ist, kann er hier durchkriechen. Ja, dann müsst ihr wirklich aufpassen. Ihr müsst ihn wirklich irgendwo erstmal einsperren und dann so lange füttern, bis er ein bisschen groß ist, dass er nicht mehr durch den Zaun passt. Hm. Oh, wo ist er denn? Ach, der läuft immer durch. Die Helene musste unbedingt Zäune nehmen. Naja, gut. Ich habe immer Wände genommen, ich weiß nicht, macht die Zäune nicht so. Ich sag mal so, man könnte auch Wände nehmen und oben drüber noch einen Zaun. Ja, wir können glücklich sein, dass die Dodos nicht da durchschlüpfen, ja. Hm. Und dann hättest du glaube ich schon Wände genommen, weil das hättest du dann selber mitbekommen. Ey, schubst mich mal nicht rum hier, ihr Wölfe hier. Achso, ja, was ich noch sagen will, Wölfe sind richtig schöne Kampftiere, die brauchen keinen Sattel, ja, ich kann es euch zeigen. Zack, ja, und dann seid ihr schon auf dem Wolf drauf und dann kann es auch schon losgehen. Also Wölfe sind gute Begleiter, sag ich mal, für Farmen, die machen auch sehr viel Schaden. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Und man freut sich, wenn man sie als Gegner hat, vor allem wenn sie gerade im Rudel auf. Ja, genau. Also als müsst ihr natürlich aufpassen. Wenn ihr einen Gegnerrudel habt, dann müsst ihr euren Wolf schnell einpacken und abhauen. Selbst mein 113er würde bei so einem Dreier Gespann schnell sterben. Dadurch, dass die halt so einen Rudelbuff bekommen, geht es ziemlich ab, muss ich sagen. Wenn ich mir ja schon überlege, diese kleinen Krombis, diese Mini-Viecher da, die aggressiven. Ach so, die kleinen Grünen meinst du? Hm. Die halten sogar manche drei Schüsse mit dem Pfeil im Bogen aus, obwohl sie so kleine Mini-Viecher sind. Oh. Eigentlich dürfen die überhaupt nichts aushalten, aber durch diesen Dreier-Buff von den Rudel, das ist echt böse, dass die da einfach eine Stärke dazu kriegen. Oh. Okay. So, jetzt ist er gleich erwachsen. Mal schauen, was passiert. Noch fehlt noch ein bisschen ein Mühe an Millimetern. Oh, mein Kollege, was ist nur mit dir? Jetzt pass auf, jetzt beißt du mir gleich den Arsch oder so. Gleich sind alle tot. So, wie gesagt, jetzt ist er ausgewachsen. Jackie ist auch schon da, begutachtet ihn gerade. Hier ist er. Tick. Mhm. Und er frisst jetzt, wie ihr sehen könnt, auch aus dem Napf. Da ist jetzt dieses komische Napf-Symbol drüber. Wie war das zu uns? Und wir können ihn auch gleich reiten. Perfekt, also besser kann es nicht laufen. Hm. Natürlich müssen wir jetzt ihm das Inventar leer machen. Das Fleisch brauchen wir auch irgendwann selber. Auf so. Nehmen wir mal die Hälfte raus, dann hat er jetzt ein bisschen was zu futtern. Ja. Hm. So aber ist das. Nicht. Was? Der gehört noch nicht zu uns irgendwie. Mhm. Oder? Weiß nicht. Steht das schon drin? Ich glaube, wir müssen den noch zähmen, oder? Ne, zähmen kannst du. Ne, brauchst du ja nicht, weil wie gesagt, du kannst ja doch reiten. Auf einem Wilden kannst du nicht reiten. Also, müssen wir gehört uns. Aber
Bei den restlichen Tieren steht eigentlich dabei, gehört zu denen und denen. Aber hier steht gar nichts da. Hm. Dann ist da jetzt ein, keine Ahnung, clanloser, aber reitbares Reittier. So. Ja, okay. Das war's zur Zucht von, oder in Ark von uns, Jackie und mir erstmal. Tran ist ja schon längst schlafen gegangen. Ich sag an dieser Stelle, Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid, ja, bei unserer Zuchtaktion mit den Wölfen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, euer Zebel. Ciao.